Willkommen zurück hier bei Fallout A Tale of Two Wastelands. Ja, wir befinden uns im Project Purity, oder besser gesagt im Jefferson Memorial. Auf den Fersen, auf den Spuren von unserem Daddy. Und wir haben ein paar Aufnahmen gefunden, die werden wir jetzt vorzuhören. Und ich werde einfach die Klappe halten und einfach nur zuhören. Denn es ist spannend, ja. Jetzt bin ich wieder da, wo alles anfing. Projekt Purity. Wir wollten die Welt verändern. Wir dachten, das Wasser des Lebens könnte Realität werden. Und darum ist das ein bedeutender Anlass. Denn auch nach 19 Jahren glaube ich noch immer daran. Projekt Purity kann und wird funktionieren. Dies ist nur der Anfang. Zweite Aufnahme. Dies ist Tag 2 meines Versuchs, das Projekt wiederzubeleben. Ich habe einen der tragbaren Fusionsgeneratoren aktiviert. Aber das reicht nur aus, um die Notbeleuchtung und ein paar andere Systeme zu versorgen. Das genügt für den Moment, aber ich brauche Hilfe beim Hochfahren des Zentralrechners. Zeit, um Madison in Rivet City zu besuchen. Na, und dann ist er zu ihr gegangen. Ich habe mit Dr. Lee, Madison, in Rivet City gesprochen. Das Gespräch verlief wie erwartet gut. Das heißt, dass sie annimmt, ich sei total verrückt. Aber kann ich ihr das übel nehmen? Sie hat ihr eigenes Leben, ihr eigenes Team und macht handfeste wissenschaftliche Fortschritte. Und da komme ich, der Inbegriff von Versagen und falschen Versprechungen. Aber in Wirklichkeit brauche ich Madison und das wissenschaftliche Team, das sie zusammengestellt hat. Ich kann es nicht selbst tun. Projekt Purity ist größer als ich. Schon immer gewesen. Und ohne Catherine... Gott, es darf nicht sterben. Nicht nochmal. Und nicht so. Und, die Nummer... Purity Personal Journal? Was ist das? Da sind wir also wieder. Projekt Purity und ich. Nahezu 20 Jahre sind vergangen, seit ich das letzte Mal hier war. Seitdem ich all dies zurückgelassen habe, um meinem Sohn ein besseres Leben zu ermöglichen. Wir haben diese Zeit in Vault 101 verbracht. Abgeschottet vom Rest der Welt. Es war nicht perfekt, aber sicher. Und mehr konnte ich auch nicht verlangen. Vorsichtig! Jetzt ist mein Sohn ein erwachsener Mann. Gut aussehend, intelligent, voller Selbstvertrauen. Genau wie sein Vater. Na. Und auch wenn es schwer ist, das zuzugeben, er braucht seinen Vater jetzt nicht mehr. Hey, das ist aber gemein. Und die vierte Aufnahme fehlt, oder vielleicht ist sie falsch nummeriert. Sogar in Vault 101 habe ich mit meiner Arbeit an Projekt Purity nie und 6 und 7 fehlen noch. Schon bald nach unserer Ankunft gehörte es zu meiner abendlichen Routine, in den gesperrten Bereichen nach... was weiß ich zu suchen. Nach irgendwas. Immerhin war es eine Vault-Tech-Einrichtung. Der Ort war mit den modernsten Technologien erbaut worden, die dieses Land jemals entwickelt hatte. Bei diesen Ausflügen kam aber nie etwas Nützliches heraus. Also brach ich eines Nachts, nach einer halben Flasche Scotch, in das Büro des Aufsehers ein. Es war einfach, seine Konsole zu hacken und Zugriff auf die geheimen Dateien zu erlangen. Das meiste war aber Müll. Propaganda, Spionageberichte, schlichtweg Scheißdreck. Aber es gab eine Sache, die meine Aufmerksamkeit erregte. Der Name Dr. Stanislaus Braun. Natürlich kannte ich Brauns Arbeit. Zu seiner Zeit war er sehr prominent. Vault-Techs Hexenmeister der Technik, der seinesgleichen ob seiner technischen Fähigkeiten staunen ließ. Aber es war auch in Vault 101 in dieser Nacht im Büro des Aufsehers, als ich zum ersten Mal von Brauns Rolle in Vault-Techs Programm zur Erhaltung der Gesellschaft und seiner Arbeit an etwas namens GEEK erfuhr. Das Garten-Eden-Erstellungskit. Das Garten-Eden-Erstellungskit. Sharon, hier. Ich habe was für dich. Und zwar... Alles klar. Alles klar. Hier, die Metallrüstung. Perfekt. Ist ein bisschen besser geschützt. Mir fehlt noch eine Aufnahme. 4 und 6. Ich will die aber... 4 und 6. Mal sehen, vielleicht habe ich sie hier irgendwo versäumt mitzunehmen. Nee,
Hier ist sie nicht. Nein. Nein. Ah, und da ist Mr. Jefferson. Hier ist Mr. Jefferson. Der Präsident der Vereinigten Staaten war ja mal zumindest, oder? Ich habe keine Ahnung von der Geschichte von der USA. Was sowieso so ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war er das. Vielleicht auch nicht. Mir eigentlich egal. Die europäische Geschichte hat etwa, ist etwas spannender. Ich habe einen großen Verlust zu beklagen. Meine geliebte Frau ist gegangen. Mein Sohn, klein und hilflos, hat ihren Platz eingenommen. So viel mir dieser Ort auch bedeutet, so viel er auch Catherine bedeutet hat, dies ist kein Ort für ein Kind. Besonders für ein Kind ohne Mutter. Das sind die kurzen Aufnahmen. Ich glaube, das sind die etwas... Das sind die älteren Aufnahmen. Es ist Zeit zu gehen. Das Projekt war zuvor in Schwierigkeiten. Intern und extern. Es gibt keinen Fortschritt mehr. Erstens, weil uns unsere Neuberechnungen ins Nichts geführt haben. Und zweitens, wegen der täglichen Mutantenangriffe. Ich bedauere, dass es so weit gekommen ist. Wenn ich ginge, könnte unsere Arbeit abgebrochen werden. Madison kam nie gut mit der Bruderschaft zurecht. Außer dem gelehrten Rothschild würde sie keinen von ihnen tolerieren. Wer weiß, was passieren würde, wenn sie mit ihnen zu verhandeln hätte. Es bricht mir das Herz zu gehen. Aber die Bedürfnisse meines Kindes sind wichtiger als meine eigenen. Alter Schwede, genau das habe ich mit Wetter gemeint. Und jetzt regnet's noch. Sehr uncool. Hier haben wir noch eins. Wie gesagt, klang das GEEK wie pure Fantasie. Sogar für jemanden mit Browns Fähigkeiten. Es war nicht weniger als ein Wunder. Ein Terraformungsmodul, das Leben aus totaler Leblosigkeit erzeugen kann. Und dieses Ding war nicht nur real. Es wurde sogar an verschiedene Worlds verteilt, um es nach einem Atomkrieg einzusetzen. Leider befand sich Vault 101 nicht auf dieser Liste. Ich habe einige Nachforschungen betrieben und fand Browns Name auf der Reservierungsliste für Vault 112. Ich bin kein Pfuscher, aber dieser Mann könnte leicht das geschafft haben, woran ich gescheitert bin. Ist sein gesammeltes Wissen immer noch in den Räumen von Vault 112? Tagebücher? Holobänder? Computerdatensätze? Vielleicht sogar Experimente? Wenn ich nur Zugriff auf einen Teil von Browns Genialität hätte, würde Projekt Purity Realität werden. Okay, und dann noch die 10. und letzte Aufnahme, oder? Liege ich hiermit richtig? So. Ich bin zu Vault 112 aufgebrochen, um nach etwas von Braun zu suchen, das uns bei der Fertigstellung des Aufbereiters helfen könnte. Ich weiß nur, dass es sich irgendwo westlich eines Ortes namens Evergreen Mills in einer Art Werkstatt befindet. Aber ich werde es finden. Ich muss. Wir sind ganz nah dran. Aber ist das nicht sowieso die Geschichte von Projekt Purity? Ein ewiges, ganz nah dran sein. Mal sehen, ob Braun das fehlende Puzzlestück hat. Evergreen Mills. Mal sehen. Wie kommen wir da hin? Wird's direkt angezeigt? Ich hoffe schwer. Ja, es wird angezeigt. Hier müssen wir hin. Also, Fort Independence. Ja, der ist ziemlich nah dran, wenn man das so will. Vault 101 ist eigentlich auch nicht weit weg. Wir gehen aber am besten vom Fort Independence aus. Ich bin mir nicht sicher. Ich geh mal nach Megaton. Genau. Dann lade ich noch ein paar Sachen ab. Entlade. Hier. Sie haben... Danke. Ja, dann haben wir auch wieder etwas Platz, um Loot mitzunehmen, wie immer. Dandyboy Äpfel hinzugefügt. Ja, das ist gut. Dankeschön. So, dann gehe ich wieder mal hier einen Drink nehmen. So, super. Und entleeren. Dein Zeug nehme ich auch gleich raus. Alles klar. So.
Ich kann fast nicht mehr laufen. Und dann zerlegen wir noch Munition. Wenn wir schon dabei sind. Und zwar die hier. Alles zerlegen. Und dann machen wir eine neue Munitionsart. Von der gibt's. Reparieren 25, 10. Von der gibt's 62, von der gibt's 62. Ich mach Magnum. Schrot, Zeugs. Yeah, super. Kann ich auch die 9mm zerlegen? Was kann ich aus der basteln? Die kann ich basteln. Nägel kann ich basteln. Auf ein Altmetall. Okay, dann bastel ich wieder 9mm. Hat mir nicht viel gebracht. So. Und dann legen wir jetzt mal Zeugs ab. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Kronkorkenmine brauche ich auch nicht. Impulsmine lege ich jetzt ab. Werde ich jetzt im Moment nicht brauchen. Splittergranaten nehme ich mit Vorschlagshammer weg. Den hier weg, weg. Ödlern-Ziel-Outfit weg. Rob Koval weg. Das behalte ich. Altmetall weg. Elektroschrott hier rein. Leere Spritze. Schneidebrett. Braucht wirklich niemand. Zentaurenblut weg. Eigentlich wiegen wir gar nicht so viel, aber ich habe viel unnötige Munition dabei. Das weg. Dann Laufgeschoss brauche ich nicht. Zwei Beanbag brauche ich auch nicht. Flammenbrennstoff brauche ich nicht. Energiezellen brauche ich eigentlich auch nicht. Dart nicht. 9mm nicht. 5mm nicht. Die auch nicht. Die Hohlspitze bringt mir auch nichts. Die auch nicht. Die auch nicht. Und die auch nicht. Perfekt. Alles abgeladen und wir sind super leicht. Yippie-yay! Weiter! Oh ne, bevor wir wieder losziehen, gehe ich mich noch schnell heilen. Und das ist ein Witz auf Lager. Was? Erzähl mir einen Witz. Zwei Atome in der Kneipe. Sagt das eine, Mist, ich habe ein Elektron verloren. Meint das andere, gibt Schlimmeres. Sieh's positiv. Ach, wie gut. Wie gut. Wer den verstanden hat, wie schon gesagt, der hat Ahnung von solchem Zeug. Wer ihn nicht verstanden hat, liest. Macht euch schlau. Weiterbildung ist immer gut. Entgiften, falls ich was hätte. Und los geht's. Verspüren wir noch ein Hüngerchen. Muss ich noch kurz nachschauen. Müdigkeit ist 93. Hunger haben wir ja schon sehr viel. Dann erstmal schlafen. Dann mache ich wieder 7 Stunden Schlaf. Komm schneller hier. Schneller! So, stimmt. 7 Stunden geschlafen. Jetzt. Durst und Hunger bekämpfen kurz. Genau, und jetzt noch was essen. Instamash. So, ich glaube, das sollte jetzt reichen. Dann gehe ich mich noch kurz entgiften. So, und weiter geht's. Perfekt. So, und jetzt gehen wir zu Vault 112. Und zwar müssen wir aber zuerst hier zum Fort Independence. Ich hoffe, das Spiel stürzt mir jetzt nicht ab. Passiert so oft. Na, meine lieben Freunde. Immer noch hier? Sind Sie wieder hier, um in Ehrfurcht die Ausgestoßenen anzustarren? Nee. Haben Sie nichts Besseres zu tun? Ich spuck lieber auf euch. Tschüss. Also in die Richtung müssen wir. Gehen wir natürlich. Perfekt. Immer schön mir nach. Und der Nachthimmel sieht ja jetzt viel schöner aus. Viel, viel schöner. Ich weiß nicht, ob er schon vorher so war. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist von der Mod. Und das sieht wirklich sehr gut aus. Ändert auch ein bisschen noch die Atmosphäre von immer nur grau, grau zu ein bisschen Farben vor. Was ich schöner finde. Oh, hier war wohl einmal ein Dorf. Rasenmäher.
Hinsetzen. Kaputtes Sofa. Ah ja, chillen. Im Mondschein chillen. Ne, wir müssen jetzt weiter. Mal sehen, was ist hier im Ofen? Eine Zündflamme. Ein Auto. Ein Kamin. Okay, hier ist wohl nichts Spannendes. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern hier. Also, nicht dran erinnern. Also ich kann mich nicht erinnern, ob da irgendwie ein Safe war oder sowas. Na gut, weiter geht's. Lass Leute mitkommen. Hoppidi hopp. Mal sehen, was sonst noch für Viecher auftauchen. Das wird sicher nicht, wird keine lustige Sache. Oh, ich sehe den Tempani Tower. Ich laufe etwas falsch. Ich muss mehr in die Richtung ziehen. Was ist das? Oh. Oh, nicht nice. Hey. Alter. Oh. Was? Was, was, was? Sharon, du bad motherfucker. Alter Spiel, du bist du ein harter Ficker. Ich liebe den Typen. Der ist wirklich super. Der macht so viel Damage. Der macht alles platt. Alles. Vielleicht nicht eine Todeskralle, aber alles andere macht er platt. Ich hatte schon Schiss vor dem Yaogai. Die sind eigentlich ziemlich stark. So oder so hatte ich zumindest in Erinnerung früher. Und ich weiß nicht, bevor Fallout New Vegas rauskam, habe ich Fallout 3 die ganze Zeit auf sehr schwer gezockt. Immer. Aber da gab es ja auch noch nicht den Hardcore-Modus. Und man bekam extra XP. Mist. Stirb. 2, 2, 3, also. Meisten Schuss habe ich hiervon. Es ist viel zu dunkel. Ich will wieder Helligkeit. Mist, aber es ist schon Abend und ich habe geschlafen. Okay, dann warten wir halt 12 Stunden hier. Oder 11. Bis es wieder hell ist. In der Nacht unterwegs zu sein, finde ich irgendwie doof. Dann sind wir halt nicht mehr gut ausgeruht, aber es ist halb so schlimm. So, da kommen Farben ins Spiel. Hey, warte mal. Kann man das in die Luft jagen da oben? Nicht? Oh. Das wollte ich nicht einschalten. Na, nicht schon wieder. Genau das. Macht Spaß? Ja, das geht in die Luft. Alter Schwede, du bist wirklich hart drauf. Yaogai-Fleisch, stimmt. Yaogai-Fleisch ist sehr gut für die Knochen. Miniaturpilze, lieben wir doch. Hier. Malusrat, oh mein Gott! Sind die böse? Alter, wie viele kommen? Los geht's! Ist hier drin? Immer durchsuchen. Schachtel Zigaretten, Forex-Geld. Ja. Nehmen wir mit. Denn eigentlich ist Forex-Geld ziemlich viel wert. Wenn man einen Pfeil schon hoch hat, dann hat das schon fast einen Wert von 10. Also ein Forex-Geld. Und hier sind tote Raider. Irgendwie finde ich das nicht toll. Das gefällt mir gar nicht. Ein Kleinkalibergewehr, das niemand will. Ein Torso? Oh, zum Glück habe ich hier nachgeschaut. Hier liegt aber Zeugs rum. Oh, ich glaube, das ist eine Falle. Mist. Ja, Pech. Dann bin ich halt in die Falle getappt. Ach, Scheiße. Bis rüber, komm, ein bisschen. Komm, nein. Hier. Knack. Super. Und hier jede Menge Munition und nee,
Hier ist Munition. Superkleber, Altmetall. Druckkochtopf, Messer, schmutziges. Ah, Vorkriegsgeld hier. Schmutziges Vorkriegsgeld. Und es kommt niemand. Ich hätte jetzt erwartet, dass da jemand kommt. Na gut, dann ziehen wir jetzt mal weiter. Ah, und wir müssen unbedingt da hoch durch. Da oben durch. Da hoch durch. Die hört sich sehr falsch an. Denn da oben ist so wie eine kleine Hütte, wenn es mich nicht täuscht. Und da drin gibt es ein Diagramm. Und ich bin gespannt, ob man eben dieses Diagramm jetzt verwenden kann oder nicht. Und uns dann eine Waffe basteln könnte. Na, reicht's schon. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen mehr wegen diesen Viechern. Die machen mir gar nichts. Gar nichts. Oh, und hier war noch was. Ist hier der gebrochene Mast? Nicht den, den ich meine. Ja, noch eine Ladung gefällig? Ganz ruhig, Junge. Sharon ist so ein aggressiver Typ. Ah, da sind sie am Schießen. Ich ignoriere die mal und gehe einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre. Just ignore this shit. Dum, dugge, dugge, dum. Ja, Sharon macht das Ding schon. Ja! Die Zeit ist wieder um. Die Zeitlupe geht rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Sprachfehler United. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier bei Fallout A Tale of the Wasteland. Danke fürs Zuschauen und tschüss.